Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grimdawn Largest Update. Wir haben das letzte Mal dieses Rift gemacht. Und jetzt können wir in Akt 2 weitermachen. Da es noch an Orten hier im Add-on und im Rift noch ein bisschen schwer ist, aber eben dennoch haben wir es erfolgreich abgeschlossen, das erste Gebiet. Jetzt muss ich kurz schauen, Wegkarte. Nein. Dann müssen wir, glaube ich, hier wieder raus. Ja, gibt's nicht. Wie kommt man jetzt wieder zurück? Ja, das Spiel. Muss man da nach oben? Okay. Man muss einfach nach oben. Klar. Da steht's auch ein Laie, wenn es auch macht. So, wir haben gebufft. 2 muss ich drücken, okay. Sehr gut. Reparieren. Und jetzt können wir natürlich jetzt hier ein bisschen aufräumen. Hier gibt es nämlich Banditen. Nur, weil es jetzt gerade in einem anderen Projekt so ist. Ich bin ein Let's Player und Livestreamer. Ich bin kein Profispieler. Ich spiele die Spiele natürlich nicht grundlegend vor und alles Mögliche. Das ist meistens auch blind. Und wenn ich irgendwas nicht weiß oder diese Sachen, das liegt einfach daran, dass ich da mich jetzt noch nicht so unter, ja, etwas gemacht habe da. Und es eben einfach so spontan ist. Einfach nur zum Sagen. Weil ich finde, die besten YouTuber und Twitcher sind die, die blind spielen und natürlich nicht gerade so auf Babbo machen. Weil das extrem langweilt, wenn man die ganze Zeit sieht, wie ein Spieler die ganze Zeit weiß, was er machen muss, wie es gehen muss, alles Mögliche. Es ist einfach so die Vorbereitung, die dann einfach ein bisschen Langeweile bringen. Also lieber nicht so viel Wissen für ein tolles Let's Play machen, als einer sein, der die ganze Zeit alles weiß, was er macht, durchrusht und ja, es ist kein Speedrun. Es ist einfach Gameplay. Und das verstehen viele Leute scheinbar nicht bei Champions of Regnum. Aber gut, das ist eine andere Liga. Sollen die halt auch weiterhin haten von mir aus, sollen sie mich weiterhin unterstützen. Die wissen nicht mal, dass sie mich unterstützen mit den Dislikes. Also wenn ihr seht, ja, oh, Drago hat ja viele Dislikes. Liegt es einfach wegen dem Hating und nicht wegen dem Ding. Ich hatte irgendwie 3, 4 Jahre keine Dislikes. Und jetzt habe ich plötzlich wieder Dislikes. Das kommt nicht, weil ich schlechter wurde. Ich wurde eher besser. Aber so sind die Menschen. Solange es etwas zu zwängeln gibt, wird gezwängelt, wird geheult und ja, alles Mögliche. Und das ist sowas von peinlich. Also mich tut einfach das mega peinlich machen, was die Leute hier machen, die haten müssen. Und ich weiß auch, dass wirklich Deutschland und Österreich oder so nicht so viel Verständnis haben zu ein paar. That Ja, skill's not ready. Aussagen. Aber so Aussagen sagen wir Schweizer. Kommt mit dem klar. Also, dass wir einfach sagen, wenn uns irgendwas betrifft. Oder halt auch mal ein bisschen angeben oder sonst irgendwas. Aber ich bin keiner, der angibt. Eher im Gegenteil. Okay, wir haben ihn gerettet. Er hat Angst gehabt, dass er, ja, dass die Lage aussichtslos ist und hat dann ja gesagt, er will nur noch sterben, also die Familie umbringen und so weiter, also das Haus anzünden und so weiter. Oder hat schon angezündet? Okay. Nee, noch nicht. Okay. Ja, das sind so aussichtslose Situationen, wo Menschen einfach dann überfordert sind, leider. Meistens dann einfach nicht mehr so klar denken, also sagen, nee, ich kann ja überleben und so weiter. Der Lebenswille gebrochen ist. Es ist schade, dass die meisten sich dann nur noch umbringen können, Selbstmord machen können. Aber so ist so.
Wir haben hier in der Region, also im Bundesland, also Kanton, das Land, die Hauptstadt Liestal, also Hauptkantonsort. Und der, dort hat es einen Bahnhof, wo immer wieder Selbstmord gemacht wird. Ständig bringt sich immer wieder jemand um, der irgendwie psychisch krank ist oder sonstige Probleme hat, Armut und so weiter. Und das betrifft einem schon, wenn man so in der Nähe ist und Selbstmord gemacht wird. Dann hat man natürlich schon echt Bedauern. Das ist ja auch schwer. Wir müssen ein bisschen mehr auf die Defensive achten, habe ich gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon in die Höhle soll, weil hier, droppen recht gute, Items und die sind dann Low Level. Gehen jetzt noch nicht, das ist auf eine Geisterhöhle. Und, sonst ist eigentlich nicht viel. Ja, wir gehen jetzt unten durch, weil hier eine Quest ist. Unbedingt beide am Leben lassen, nicht umbringen. Der weiter hinten kommt, hat dann einen Shop. Und deshalb hier in Ruhe lassen. Aber hier gibt es noch einen Geheimgang. So. Und hier oben ist meistens noch ein Boss, Gebietsboss. Hier rechts, glaube ich, irgendwo. So. Ja. Isaiah, okay. Wir fragen ihn mal, was gemacht hat. Ja, vergewaltigen ist natürlich nicht so gut, aber er haut leider ab. Können ihn nicht mehr holen. Wir brauchen kein Geld, sonst nehmt das Geld. Und das untere ist jetzt böse, deshalb das obere. So, und noch viel EXP. Sehr schön. Wir gehen gleich zum Waypoint, den müssen wir jetzt noch nicht nehmen. Ja, ich habe hier leider schon zufrieden Toten. Ja, jetzt ist auch wieder zu spät. Müssen wir schauen, wo lohnt sich der Toten am besten. Ah, das Auto-Pick-up ist so genial. Wieso haben sie das nicht früher reingemacht? Das haben wir, glaube ich, im August oder so reingemacht. Also vor dem Largest Update. Largest Update. Ja, wir fressen recht viel. Also ich werde aufs nächste Mal eventuell mal einen anderen Bild hochrushen, der auch etwas aushält. Aber die Gegner hauen sehr fest rein seit dem Notched Update. Also am besten einen Tank hier spielen. Es gibt da so ein Wirbelwind-Bild. Also, ich weiß nicht, wie es heißt. Einfach wirbeln. Und der ist eigentlich sehr zäh. Aber ich werde vielleicht noch einen anderen, also ihn irgendwie mit Elementarschaden oder so kombinieren. Feuerschaden, glaube ich, denke ich mal. Weil die machen natürlich auch mehr Spaß, man kann durchwirbeln und man hält eben sehr viel aus. Damit ich euch nicht immer so das Grinding auch zeigen muss, weil diese Profi braucht eventuell doch noch ein paar Items, bevor er nicht, bevor er zäh genug ist vor allem. Es geht mir um die Zähigkeit, nicht um den Schaden. Schaden ist ja eigentlich schon recht stark. So, wie ist denn mit dem Sound? Ein bisschen laut, habe ich so das Gefühl bei mir. Genau, wir haben das letzte Mal hier hochgetrieben, deshalb machen wir hier weiter. So, eben Damage brauchen wir nicht. Ja, vielleicht nicht auf Geist überall, aber okay. Damage, Geist ist doch gut. Das andere ist defensiv. So, ich glaube, der Boss haben wir jetzt... Nein, haben wir nicht erledigt. Der ist irgendwie gar nicht aufgetaucht.
Haben sie den auch random gemacht? Ich finde diese Randomness nicht so toll. Wenn ich doch einen Boss besiegen will, dann muss er doch auch da sein, oder? I can't do that yet. Auch das Item ist nach dem zweiten Gebietsbesuch nicht mehr so droppen, weil ja die meisten Kisten und so weg sind und so weiter. Ist nicht so motivierend, aber eben, das ist eines der besten Spiele im Hack-and-Slay-Genre. Und deshalb bin ich da schon sehr zufrieden. Das ist halt auch irgendwas, die Leute, die Zuschauer, denken manchmal, weil ich oft ein bisschen über negativere Sachen rede, dass ich das Spiel nicht mag. Das ist überhaupt nicht. Ich mag die Spiele gerne, die ich zocke, sonst würde ich es nicht zocken. Aber jetzt die ganze Zeit zu loben, ich bin nicht ein Mensch, der die ganze Zeit loben muss. Also, ihr seht ja, was toll ist am Spiel. Ich sag eher das, was mir so ein bisschen auffällt. Also, wenn das Game irgendwas mega Tolles hat, dann fällt es mir natürlich auch auf und dann rede ich dann auch positiv über das. Aber eher das Negative fällt halt auf, weil man natürlich schon schaut, ja, wie ist das Game so? Was hätte man gerne? Und auch das Verlangen ist halt sehr hoch. Wenn man ein gutes Spiel spielt, hat man das Verlangen auch höher. Ist das hier noch ein Stern? Nee, ist nicht ein Stern. Oh, ich kann das nicht. Ja, ich muss ein bisschen mehr Hit and Run machen noch. Charger, Wildschweine oder Stiere oder so sind nicht so nett in der Fresse, wenn sie reinchargen. That skill's not ready. Schrott. Ich brauche Schrott. Ich bin der Schrott. Schrottplatzanwärter. Der Schrotti. Beam me up, Scotty. I can't do that yet. Ja, ja. Okay. Gegend kenne ich gar nicht mehr so. Ich mache die Quest eigentlich nie oder nur ganz immer schnell. Aber hier muss man leider ein Amulett suchen. Und die Questbelohnung ist jetzt auch nicht gerade so tolle. Ah, oh, das müssen wir jetzt kurz machen. Okay, ist keiner mehr. I can't do that yet. Ja, es geht noch ein bisschen langsam, obwohl es viel Schaden macht. Da müssen wir noch irgendwas ändern. Oder eventuell halt eben ein anderes Bild wählen. Ich bin gerne ein bisschen unmotiviert bei ja nicht so tollen Builds. Ich habe so einen gewissen Skillplan und den möchte ich gerne auch im Endgame haben. Und wenn es dann mich ein bisschen demotiviert, habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann ein besseres Bild machen. Ja, ich bin halt nicht so ein Profi-Zocker, der alles mit einem Bild durchspielen möchte. Sonst die Langeweile schon kommt, natürlich. So, wir haben das Amulett, ja. That skill's not ready. Skill is not ready. Ja, und Update kam noch raus, 1.1.52, ne? Ne, es kam, glaube ich, noch kein Update mehr raus. Wir machen jetzt wieder das Größeres. Und einfach ganz kleine Nummern. Weil ich dachte, sie hätten noch ein paar Bugs drin. That skill's not ready. Weil ich bin schon ein bisschen in Form da, also unterwegs und lese die Sachen. Und ja, sie haben ein paar Sachen zu bemängeln. Wie zum Beispiel, dass ja, das Balancing echt scheiße wurde. Ja, nicht scheiße, aber relativ unausgewogen am Anfang. Viele haben Probleme überhaupt, die erste oder zweite Quest zu kommen.
ja, dass halt manche Gegner echt stark wurden. Wenn wir mal sehen, wie oft wir sterben. Also mit dem anderen Bild. Ja, werden wir wahrscheinlich so oft sterben. Mit diesem Bild bin ich, glaube ich, zweimal gestorben. Oh nein, mit dem habe ich null Tode, oder? Was steht denn das? Ah, ein Tote, okay. Elena, der erste Sliff. Sliffs sind diese Schlangenmenschen, aber wo habe ich denn die erledigt? Wo ist denn die? Dass nicht Krieg oder so drin ist. Ah, vielleicht im Addon-Gebiet oder so. Ne? Kann schon sein. Weil meistens die Level und nicht die Stärke ist, oder? Also, Krieg macht viel Schaden. Ist aber nicht so hochlevelig wie Elena. Hier müssen wir ein bisschen hinten ran machen. Der ist nämlich sehr stark mit seiner Attacke vom Soldaten. Aua. Ja, wie heißt jetzt schon wieder? That skill's not ready. Was ist das überhaupt? Kriegerattacke? Kann auch eine andere sein. Oh, Gott, ist ein Schulterkratzen. Okay, das ist auch ein häufiges Item. Bringt uns nichts. Ja, ich muss dann irgendwie ein Sortierding, aber irgendwie macht Java Probleme. Ich kann leider den Vault nicht runterladen. Wer das weiß, wie der Vault runterzuladen ist mit Java und so, der kann gerne sagen, aber bei mir wird Java gar nicht ausgeführt. Also wenn ich mit Java starte, das Programm, wird es gar nicht ausgeführt. Java ist halt recht doof. Also mit Java hatte ich die meisten Probleme mit Programm. Das Programm mit den meisten Problemen. Ja. Das ist halt so ein Noob-Bausatz. I can't do that yet. Aber irgendwie tun mega viele Leute auf Java schwören. Kann es nicht verstehen, weil bei mir funktioniert Java nie richtig. Da brauche ich vielleicht einen Techniker oder so, wenn der sich auskennt mit Programm. Bin halt nicht gerade so intelligent im Umgang mit Programm, weil ich es einfach nicht geübt bin. That skill's not ready. Ganze Intelligenz eher für Fußball und für ja, Sport, für Fitness, für Kampfsport, so Verbrauche. Habe ich jetzt nicht so viel Lust, jetzt auch immer alles zu lernen. Aber man bekommt halt auch schlecht Hilfe. Man sucht bei Google, ja, Java Starting Problems und so. Dann kommen eher irgendwelche Betriebssystemprobleme oder so. Und dann bin ich natürlich nicht gerade so geholfen. Also wenn man auf Google irgendwas nachfragt, also Google irgendwie fragt, ja, wie geht das Programm und wie geht das Programm, da bekommt man nie Tutorials, nie. Man bekommt immer nur irgendwelche Fragen, die nicht beantwortet wurden in den Foren. Das ist schon ein bisschen schlecht, weil ja, man braucht eine Ausbildung dazu, oder? Ja, wir geben den Talisman, weil der Talisman recht schlecht ist, wenn man ihn nicht gibt. Bekommt man ihn zwar, aber der ist mega schlecht. Ja. So, Items brauchen wir ja nicht zu handeln, die sind meistens zu teuer, die grünen. Jetzt gehen wir natürlich hier noch durch, ich schau mal kurz. 19 Minuten, also wir haben noch genug Zeit zum hier durchzulaufen. Ja, sind die Fernkämpfe. Wollte nur noch ein bisschen sparen. Lebensenergie sparen, so die erste Explosion. Wir könnten eigentlich dann schon ein paar Verstecke jetzt holen. Wir brauchen dafür noch weiteres Dynamit und die Gebiete sind meistens ein bisschen schwer. Hier gibt es Bienen. Okay. Lass mal das. Das ist, glaube ich, Whirlpool. Ist nichts hier.
Also eine Deviation Shrine haben wir jetzt noch ausgelassen in der Geisterhöhle. Hier oben kommt irgendwo noch ein Deviation Shrine da. Und wir dort auf Deviation auf Schaden gehen können. Hier gibt es eine Höhle, also einen Stock. Ja, also eine Ehewespen. Eine Giftschwingen heißt sie. That skill's not so, ready. Tsunami. Stufe 5. Also ich werde mal den anderen Charakter in ein Beet bis hierhin zocken. Und dann weitermachen mit dem Charakter. Weil gefällt mir jetzt auch nicht, also dieser Beat gefällt mir jetzt gerade auch nicht so wegen der langsamen. Ja, dieser Windhelfer ist einfach mir ein bisschen zu langsam. Ständig die Taste drücken für Toten, ja. I can't do that gar nicht yet. Gerade so wohl. So, Level up. Ja gut, und dann noch 16, haben keine mehr. Und hier müssen wir zurück. So. Ja. Sackgasse. I can't do that yet. Ja, das ist auch nett, zuvor einen schon platzieren, damit man ein bisschen mehr Damage drückt. Da ist eines von den ersten gelben Reagenzien. Zwei waren das, okay. Machen wir nochmal kurz die 5 neu. Damit das die Verbesserung auch wirkt. Aber schon viel Leben. Trotzdem Gegner machen sau viel Damage. Das ist Veteran. Das ist natürlich schwer. I can't do that yet. So, die Königin haben wir erledigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Gebiete haben sich auch noch ein bisschen verändert von der Form her. Leider nicht so interessant. Best. Also sie sehen immer noch relativ gleich aus. Nur so ein bisschen die verschiedenen Gänge, die man betreten kann, sind ein bisschen anders. Ah, hier ist die Königin, okay. Aber die andere hieß auch irgendwie was mit Königin. Oh Gott. Der Angriff sieht cool aus. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Mann, wie stark! Unglaublich! Ich muss unbedingt Giftresistenz-Items finden. Gift- und Säurewiderstand sehr gering. Und keine Bewegungsgeschwindigkeit. Eventuell den, aber der hat Windteufel drauf. Kurz können wir nutzen. Damit wir das überleben. Ah ja, genau, zu ihm zurück muss ich, stimmt. Dann gehen wir kurz zu ihm zurück. Well, you work Darius Cromley. We have to hit them hard and fast. Ja, sie wurden angegriffen, also sie brauchen vor allem Essen. Das ist noch eine Quest. Aber sie müssen jetzt vor allem, dass wir jetzt den töten, Darius Cromley töten. Come see what's left of my wares. So. But it's a good use. Naja. Ich weiß nicht, wieso mein Sound immer so richtig laut ist plötzlich. Wenn ich länger ein Spiel nicht mehr spiele, ist immer der Sound viel zu laut. Also vielleicht bei euch nicht, aber jetzt gerade das
Reden war schon recht laut. Wir müssen hier durch und dann weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Okay. Genau. Noch ein bisschen leise, weil das stört mich jetzt gerade sehr. Gut. Viel angenehmer. Ja, Soundprobleme habe ich immer wieder, weil die Soundcard einfach zu laut ist und die Übertragung auf YouTube dann immer zu leise ist ein bisschen. Muss ich schauen, dass ich Soundcard auch noch kaufen kann. Lesen. Paar Tage, Monaten. Ja, ich habe hier trockene Luft hin. Die unter uns heizen die ganze Zeit und machen bei uns eine Brutstätte. That skill's not ready. So, jetzt übertreib bitte nicht mit dem Gift, gell? Oh, Power der Gegner ist nicht so toll. Aber da hast du es halt selber kaputt gemacht. Du hättest dich noch schön wehren können, aber gut. Hattest auch Lole. So. Okay. So, jetzt geht's wieder besser. Jetzt gehen wir noch zum nächsten Waypoint. Machen wir ein bisschen längeren Part. Damit wir das nicht wiederholen müssen hier. Ja, okay, mit einem neuen Charakter müssen wir es sowieso wiederholen. Machen wir noch den Deviation-Schrank kurz. Ja, und dann laden wir noch kurz hoch zum Waypoint. Ich weiß wieder, wo der ist. So. Ja, es droppt halt wenig, weil vieles nicht angezeigt wird. Ja, New Harbor. Der neue Hafen, hä? I can't do that yet. Es ist interessant, dass diese Namen noch auf Englisch sind. Das ist nur eine Patch, also eine Fan-Übersetzung ist. Es ist klar, dass es nicht alles eingedeutscht ist. Aber ich finde die Namen eigentlich auf Englisch natürlich ein bisschen besser. Eine Bestie töten müssen wir noch. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.